Hallo zusammen auf ein weiteres The Witcher 2 Teil 19. Heute möchte ich die Nebenquest Malena fertigstellen. Nun müssen wir sie beim Wasserfall treffen. Bisher waren wir mir Elfen immer recht sympathisch, aber könnte nichts an ihnen aus. Hätte nichts an ihnen auszusetzen, ne? Jetzt in diesem Spiel ist es ein bisschen anders, ne? Da sind die Elfen mehr oder weniger unsere Gegner. Aber es müssen ja nicht alle böse sein, ne? Hier haben wir eine Falle. Ah, Mann. Und wieder reingerannt. Ach, verdammt, ey. Stirb. Kommen nie allein, ne? Diese ekelhaften, ekelhaften. Ich finde die grässlich. So. Ich finde sie grässlich. Ja. So, mach mal das Quen. Bisschen Angst habe ich schon vor. Wie hieß das Monster? Also der. Boah, was hat denn der für einen Schwanz? So. Ah, mal lasst mich doch in Ruhe, Mann. Ich weiß schon, dass ich eure Königin noch killen muss, ne? Das weiß ich, aber das mache ich nicht jetzt. Und da kommt wieder eins. Ich kill die jetzt noch nicht. Ich möchte zuerst mal zu Malena. Nein, ich öffne euch nicht. Ist noch nicht an der Zeit. Ah, da vorne ist sie zum Glück. Nicht allzu weit weg. Was war das? Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Doch du musst wissen. Sprich.
Ich habe die Soldaten tatsächlich in die Falle gelockt. Ich weiß. Die Pfeile waren eindeutig. Eben. Du weißt zu viel. Und Geheimnisse sind nur bei Toten gut aufgehoben. Was soll das jetzt heißen? Ja, nichts mit der... Wird nichts mit der Bombe. Jetzt müssen wir diese Verräterin finden. Also ich habe es schon vermutet, dass die uns ein bisschen hinter das Licht führt. Ein bisschen ist gut, ne? Aber ich wollte es mal versuchen, ne? Weil mir wäre es eigentlich lieber. Kein Feind der Elfen zu sein, also zumindest nicht von allen. Sind wir ja auch nicht, aber bei Marlena war ich mir einfach nicht sicher. Ich dachte mir, versuchst es mal, ne? Liegen auch wieder ein paar Leichen rum, oder sind das unsere? Wolfsbann. Ja, also dieses Rumgehopsle, es ist zwar
bestimmt furchtbar anzusehen, aber es haut halt hin, ne? Es haut hin so. Kann man das ansehen? Nein. Knochen? Ne, die Falle will ich jetzt nicht aufheben. Ich folge mal dem Pfeil, ne? Ja, verdammt nochmal. Jetzt haben sie wieder aufgemacht. Mach sie bitte wieder zu. Jetzt mache ich mal die Mappe auf. Ja, das bringt mir jetzt, das bringt mir jetzt eigentlich nicht viel, da wieder zurückzulaufen, ne? Aber es war da, da war so ein Pfeil gekennzeichnet, wo ich mir dachte, vielleicht muss ich dem folgen. Aber nein. Wo könnte Marlena sein? Also von den Dialogen her ist das Spiel ein bisschen nicht so gut, finde ich. Es sind ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören, aber ich würde nur wundern, wo der Pfeil hier ständig zeigt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ja sicher, wir könnten... Mit wem könnten wir denn sonst noch reden, was Marlena betrifft? Ja, bei der Höhle zum Beispiel, mit diesen Typen da. Wobei, das wäre auch nicht sonderlich klug, weil wir haben ja gelogen für sie, dummerweise. Es war irgendwie dumm, aber... Ja, es liegt halt an meiner Vorliebe für Elfen. Da ist das Vertrauen ein bisschen zu groß. Wurscht. Ja, ich dachte halt, dass die... Schließlich haben wir ja ein paar Elfenfreunde, ne? Ich dachte halt, dass die dann auch eine nette Elfin ist. So, und da sind wir auf jeden Fall auf dem falschen Weg. Ja, von da sind wir gekommen, ne, an der Götterstatue vorbei. War nur eine. Wollen mich diese verdammten Viecher jetzt endlich mal in Ruhe lassen würden. Ich finde sie nämlich auch ultra ekelhaft, so ist es eh schon tot. Und ich habe schon wieder mal die Orientierung verloren, ne, weil ich ständig... Ist klar, wenn man sich permanent dreht und rumhopselt, dann verliert man eben die Orientierung. So. Und da ist diese einzelne Statue. Und da könnte es sein. Sieht nämlich ähnlich aus. Ja, das ist es. Das ist es, das schaue ich mir jetzt an. Ja, eigentlich hätten wir ja nur nach dem Wasserfall gucken müssen, aber der ist ja nicht wirklich gekennzeichnet, ne? Jetzt sind wir ja eh da. Also genau hier. Super, dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt wollen wir nur hoffen, dass wir diese Person finden. Schauen wir mal.
Ich dachte ja mal, das letzte Mal, wo ich hier. Ja, eben, siehst du? Wie bei. Wie hieß diese Serie, diese. Nonny und Manny? Sorry, das war jetzt die falsche Taste. Wie bei Nonny und Manny, der Geheimgang hinter dem Wasserfall. Deswegen dachte ich mir schon damals, dass dahinter was ist. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit dazu, nachzuschauen. Ja, also gespart ist mal. Ich vermute ganz arg, dass wir hier auch den Mörder finden werden. Jetzt mal schauen, wo die Höhle langläuft. Achso, das sieht man nicht. Und die Schrift verstehe ich natürlich auch nicht. Alle Achtung. Ja, es ist jetzt natürlich wieder so ein Irrgarten, ne? Aber ich gehe mal am besten da lang, wo die Monster herkommen. Die Neckar. Ach Mist. Geht das Spielchen jetzt von vorne los, oder wie? Ja Mann, das hatten wir doch gerade vorher. So. Noch eine. Wäre ja sonderbar gewesen, ne, wenn da jetzt nicht noch einer gekommen wäre. Ja, also so wie es aussieht, sind wir schon wieder in dieser Höhle. Ja, gut. Wir sind schon wieder in dieser verdammten Höhle. Was so viel bedeutet, dass... dass die gute Person sich hier dann versteckt. Mit dem Königsmörder höchstwahrscheinlich.
Und jetzt sind wir im Kreis gelaufen, oder wie? So. Da runter. Doch. Ne. Da runter kommen wir nicht. Hey Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich vermute halt stark, dass die, dass diese Person hier drin ist. Jetzt müssen wir halt ständig auf die Karte gucken, weil es sieht wirklich, also es sieht alles gleich aus. Ah ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg, weil von oben sind wir gekommen. Also gehen wir einfach mal da lang, ne? Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich auf der anderen Seite rauskommen. Auf der anderen Seite der Höhle. Das ist halt so meine Vermutung. Aber ich will sie einfach mal durchgegangen sein. Wer hat eure Mutter nicht geboren? Ja. Und was ist das bitte? Schattenbeinwurz. Nekrophagenhaut. Das klingt böse. Mal gucken wieder. Oh, wie nett. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Warte. Aha, und hier ist Sense, ne? Hier ist natürlich Sense. Juhu. Juhu. Dann laufen wir wieder zurück. Und ist da? Ist auch nichts. Da war ja diese Gabelung, ne? Vorher. Wie schön. Abgenutzte Leder, kostbare Figur, Aufwertung. Super. Ja, jetzt müssen wir uns halt jede Ecke hier angucken. Jede verdammte Ecke. Jetzt gehen wir rechts. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Ah. So, da ist nicht wirklich was. Ach, hätten wir sie doch, hätten wir die Gute doch ausgeliefert, ne? Aber wir sind einfach zu gutmütig. Also müssen wir doch jetzt zurück, oder wie? Und da hoch. Ja.
So. Dann gehe ich diesmal diese Runde. Das nervt mich ein bisschen, ne? Die ist nirgendwo zu finden. Achso, hier sind wir wieder beim Ausgang, oder wie? Und da kommen wir nicht runter. Ja. Na okay, dann ist die hier nicht. Mist. Scheiße. Ich wäre mir irgendwie sicher gewesen, dass ich die da drin finde. Verfluchte Biester. Ja. Ja, weil wir haben jetzt wirklich Besseres zu tun, als verfluchte Biester zu jagen. Verfluchte Wasserleichen. So. Schauen wir mal. Also irgendwohin wird uns der Weg schon führen. Es ist natürlich unmöglich, jede Ecke hier im Wald zu durchforsten, weil der Wald ist einfach riesig. So, und jetzt möchte ich da runter gehen. Überhaupt das hier würde mich interessieren. Diese Statue da, es sieht aus wie zwei Liebende oder so. Das würde mich jetzt interessieren. Also müssen wir... Ups. Nein, ich wollte niemanden zerhacken jetzt. Also müssen wir diesen Pfad hier, glaube ich, entlang gehen, wenn ich jetzt mich richtig entsinne. Ja, genau. Weil, das würde mich jetzt echt interessieren. Anscheinend waren wir aber schon hier, weil die Falle ist zu. Also sind wir hier schon mal vorbeigerannt. Aber mehr als einen Baum sehen wir hier nicht. Also, jetzt müssen wir da rechts am Teich, Teich. Vorbei. Dann doch hier durch. Scheint irgendwie versteckt zu sein, dieses Ding. Deswegen ist es mir auch nicht wirklich aufgefallen. Vielleicht kommt man hier rauf. Aha, ja, hier sind wir aber bei den Ruinen. Ja. Vielleicht kommen wir ja von hier aus. Aha, habt ihr gesehen? Ich glaube, das ist sie. Nö, das ist ein Geist. Ah, ne, das ist sie. Gnade! Gnade? Nein, nicht wirklich. Du hast keine Gnade verdient. Ich übergebe dich, Loredo. Haha, das ist jetzt schwierig, ne? Boah, bin ich froh, dass wir die doch noch gefunden haben. Ich dachte... Das wird jetzt eine stundenlange Suche. Was soll ich jetzt antworten hier? Keine Gnade verdient? Ich übergebe dich, Loredo. Ja, die hat uns wirklich verarscht. Also wir hätten ja eigentlich geholfen. Sie hat es auf jeden Fall nicht verdient. Jetzt weiß ich nur nicht, sollen wir sie umlegen? Oder sollen wir sie Loredo übergeben? Ja, das
Ich nehme mal das hier. Das erste. Du hast den Tod verdient. Und das war's, oder wie? Können wir nicht weiterreden? Ja, die ist jetzt schnell abgekratzt. Bist du aber hässlich? Nee, hässlich war sie eigentlich nicht. Das fragt sich nur. Aha. Ja, ich habe eben gesehen, dieser rote Schatten. Das ist wieder so ein Scheißvieh. Hier rumlungern muss. Oder auf uns lauern muss. Ja, mir tut das jetzt ein bisschen leid, dass wir die tatsächlich killen mussten. Ich dachte, vielleicht gibt's jammert sie noch ein bisschen rum und so und schlägt uns irgendetwas vor. Aber nein.